Das ist absolut frappierend. Die singenden Braunmäuse sprechen miteinander. Das ist das Ergebnis einer Studie. Das Forschungsteam hat sich sehr genau angesehen, was passiert, wenn diese Mäuse miteinander chirpen. Und tatsächlich ist das einer menschlichen Unterhaltung sehr ähnlich. Und das bedeutet, dass die Wurzeln unserer Sprache schon sehr früh angelegt wurden. Wie früh und was das für die Forschung bedeutet, klären wir jetzt bei Klicks zum Science & Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's mit dem Geheimnis der singenden Mäuse. Herzlich willkommen heute mit Marius Angeschrien, der sich näher mit dem Phänomen der Sprache beschäftigt. Bei Sprache geht es nämlich nicht nur um den Austausch von Informationen, sondern auch vielmehr um soziale Botschaften. Magst du mich? Mag ich dich? Finde ich dich gerade irgendwie komisch oder nicht? All solche Dinge werden auch über Sprache transportiert. Gespräche können so viele verschiedene Dinge sein. Ihr kennt das aber schon auch. Mit manchen Menschen kann man einfach so easy reden und mit manchen, da kommt man einfach nicht so richtig auf eine Wellenlänge. Also irgendwas muss ja in unserer Kommunikation sein, was aus unseren alten Instinkten kommt und zentraler Bestandteil unserer heutigen Sprache ist. Bei Ziegen hat man genau das ja gerade festgestellt. Allein über ihre Laute können sie die Emotionen des anderen erkennen. Und genau diese Urform der Kommunikation haben Forscher bei singenden Braunmäusen untersucht. Also was genau passiert im Gehirn der Braunmäuse, wenn sie miteinander singen? Und eins kann ich euch sagen, da passiert eine ganze Menge. Es ist fast schon ein richtiger Dialog. Die eine Maus zirpt und hört auf, die andere Maus fängt an zu zirpen. Es ist wie bei uns Menschen eine Frage und eine Antwort, eine richtige Unterhaltung. Bisher hat man solche Phänomene nur bei Primaten entdeckt, aber Mäuse können das scheinbar auch. Für die Studie legten die Forscher bei den Mäusen den Bereich des Gehirnes lahm, der für die mündliche Sprache notwendig ist, der Motorkortex. Und die Mäuse hörten sofort auf zu kommunizieren. Und die unfassbare Erkenntnis daraus ist, dass bei Mäusen und bei Menschen der gleiche Teil des Gehirns für mündliche Sprache zuständig ist. Und das bedeutet laut dem Neurobiologen Steffen Hagen, der an dieser Forschung beteiligt war, eine sehr, sehr interessante Annahme. Und jetzt haltet euch fest, Leute, demnach müsste es einen gemeinsamen Vorfahren von Mäusen und Menschen geben, der genau diese Fähigkeit schon hatte. Und das bedeutet, dass das Fundament der Sprache, unserer Sprache, vielleicht schon vor über 100 Millionen Jahren gelegt wurde. Holy shit! Hammer! Und es gibt noch mehr von Marius. Wer hat die Sprache erfunden? Auch beim Menschen muss sich Sprache am Anfang sehr seltsam angehört haben. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video von Marius. Anklicken, anschauen und auf jeden Fall den Wissenschaftskanal von Marius Angeschrien abonnieren. Vielen Dank, Marius, dass du hier dabei warst. Bis dann. Bleib dran.